طلع البدر علينا بثنيات الوداع. Bruder, natürlich nehme ich einen Schluck Bier. Bruder, Zigarette, gib mal die ganze Schachtel her. Frauen, hallo? Natürlich. Schwein? Niemals, Bruder, mach ich nicht. Das ist die traurige Wahrheit, das, was wir so mitbekommen. Erstmal richtig, dass du so reagierst beim Schwein. Aber wir wünschen uns, dass du auch so reagierst bei den anderen Sachen, die verboten sind. Sei es die Zigarette, Alkohol, Musik oder sei es auch die Frauen. Keine Freundin? Dafür kannst du heiraten. Kein Alkohol? Du kannst tausend andere Sachen trinken. Kein Schwein? Du kannst tausend andere Sachen essen. Zigaretten? Was willst du damit? Frische Luft, Habibi. Leg Parfüm, Bruder. Frische Luft. Khalas, ist doch alles okay. Was willst du? Ganz einfach, Bruder. Die Sache ist leicht. Punkt aus Ende. Mehr will ich gar nicht darüber reden. Nicht nur Schwein ist haram, auch das Alkohol und das andere, was ich hier erwähnt habe. Das ist die Sache, liebe Geschwister im Islam. Bemüht euch nicht nur wegen einer Sache, die haram ist, davon wegzukommen, sondern bemüht euch wegen allen Sachen, davon wegzukommen, die haram sind. Möge Allah Azzawajal unser Iman stärken. Allahumma amin. Möge Allah euch belohnen. Allahumma amin. Und abonniert den Kanal für mehr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danke fürs Zuschauen. Das war's jetzt vom Video. Und hier kannst du auch noch andere Videos sehen. Und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos. Und sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.